Wie lege ich mir einen Zugang zum E-Paper der Lausitzer Rundschau an? Sie haben noch keinen Zugriff auf das E-Paper der Lausitzer Rundschau? Dann gehen Sie bitte in der rechten oberen Ecke auf Anmelden. Sind Sie auf unserer mobilen Website, nutzen Sie bitte das User-Icon. Es öffnet sich ein Pop-up. Wählen Sie im Pop-up eines unserer Angebote. Sind Sie beispielsweise Zeitungsabonnent? Dann können Sie den E-Paper-Zugang bereits für nur 3,99 Euro im Monat erwerben. Beziehen Sie unsere Zeitung nicht und möchten die Lausitzer Rundschau ausschließlich digital lesen? Dann können Sie ein E-Paper-Abo für nur 19,90 Euro im Monat bestellen. Wir haben regelmäßig auch Kombi-Angebote. Hier können Sie zu Ihrem Digital-Abo auch ein Tablet bestellen. Egal für welches unserer Angebote Sie sich entscheiden, klicken Sie nun auf Direkt bestellen. In einem neuen Fenster öffnet sich nun Ihr gewähltes Produkt in unserem Abo-Shop. Klicken Sie nun auf Bestellen. Im nächsten Fenster können Sie noch einmal wählen, ob Sie bereits Abonnent der Tageszeitung sind oder nicht. Sicher ist sicher. Wählen Sie im Feld darunter, welche Ausgabe Sie bevorzugt lesen. Natürlich können Sie mit dem E-Paper-Abo der Lausitzer Rundschau alle 13 Lokalausgaben lesen. Wählen Sie hier einfach Ihre favorisierte Zeitung. Klicken Sie anschließend auf Weiter. Im nächsten Schritt benötigen wir die Daten, mit denen Ihr Nutzeraccount angelegt wird. Geben Sie dazu bitte zuerst Ihre E-Mail-Adresse ein. Im nächsten Feld bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutz- und allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen haben und diese akzeptieren. Das letzte Feld auf dieser Seite kennen Sie bestimmt auch von anderen Websites. Sie müssen bestätigen, dass Sie kein Roboter sind. Mit diesem sogenannten Captcha schützen wir unser System vor Hackerangriffen. Haben Sie bereits einen Account bei LA Online, erkennt das der Abo-Shop. Sie müssen nun im nächsten Schritt Ihr Passwort eingeben. Haben Sie noch keinen Account bei laonline.de, benötigen wir nun Ihre personenbezogenen Daten wie Name und Adresse. Geben Sie diese ein und klicken Sie auf Weiter. Sie kommen nun zur Wahl des Zahlungsmittels. Das E-Paper können Sie per Rechnung und per Lastschrift zahlen. Wählen Sie Lastschrift, können Sie nun Ihre Kontodaten zur Zahlung eingeben und anschließend auf Weiter klicken. Wählen Sie Rechnung, müssen Sie hier nichts eingeben und können auf Weiter klicken. Im letzten Schritt bekommen Sie die Zusammenfassung aller Ihrer Daten. Prüfen Sie diese bitte sorgfältig. Ist alles okay? Können Sie den Prozess mit Klick auf Jetzt kostenpflichtig bestellen abschließen. Als neuer Nutzer auf laonline.de und im E-Paper haben Sie nun zwei E-Mails erhalten. In der ersten finden Sie ein temporäres Passwort. Sie können dieses verwenden, um sich bei uns einzuloggen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, sich im Anschluss ein eigenes Passwort zu geben. Wie das geht, erklären wir Ihnen in dem Video "Ich habe mein Passwort vergessen oder möchte es ändern". In der zweiten E-Mail finden Sie Ihre Bestellbestätigung. Sollten Sie keine E-Mail von uns erhalten haben, prüfen Sie bitte den Spam-Ordner Ihres E-Mail-Anbieters. Sollte auch dort keine E-Mail zu finden sein, überprüfen Sie bitte die E-Mail, die Sie im Bestellprozess angegeben haben.